بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine geehrten Geschwister. Wir wollen inshallah ta'ala heute weitermachen mit unserer Reihe über den jüngsten Tag oder unsere Reise zu dem Jenseits, welche wir letzte Woche begonnen hatten, und zwar mit einer wichtigen Frage, nämlich, was ist überhaupt der Tod? Und heute, inshallah ta'ala, wollen wir uns jetzt mit dem ersten Schritt auf unserer Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala und ins Jenseits beschäftigen. Das heißt, heute sprechen wir über den Moment, wo die Seele den Körper verlassen wird. Bevor wir jedoch heute darauf zu sprechen kommen werden, insha'Allah ta'ala, gibt es noch einmal einige wichtige Aspekte, welche den Tod betreffen. Und der erste Punkt, über den wir heute sprechen wollen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran aufgezeigt hat, dass jede Seele eine ganz klare, festgelegte Frist von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, die man nicht verschieben kann, die weder verkürzt wird, noch verlängert wird. Li kulli ajalin kitab. Für jede Frist gibt es ein Buch. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Kommt ihre Frist, die Allah Ta'ala festgelegt hat, bei sich in einem Buch, dann werden sie weder Aufschub bekommen, noch wird diese Frist verringert werden. Sondern diese Frist wird so eintreten, wie es Allah Subhanahu wa Ta'ala festgelegt hat. Wir wissen aber nicht, wann diese Frist ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass es sogenannte fünf Schlüssel des Verborgenen gibt. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Mafatihul Ghaibi khams. Die Schlüssel des Verborgenen sind fünf. Welche fünf Schlüssel sind das? Sie sind zusammengefasst in einem Vers in Surat Luqman, ganz am Ende, wo Allah subhanahu wa ta'ala über fünf Dinge spricht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nennt diese fünf Dinge in einer Überlieferung. Und zwar sagt er sallallahu alaihi wa sallam, La ya'lamu ma taghidu al-arhamu ahadun illa Allah. Keiner weiß, was ich im Inneren eines Mutterleibes befindet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich die Medizin, sie ist fortgeschritten, etc. Aber am Ende, alle Einzelheiten, kennt nur wer? Kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهِ Und keiner weiß, was morgen geschieht, außer Allah. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهِ Und keiner weiß, wann der Regen kommt, außer Allah. Wetterberichte, ja, haben wir haben Anzeichen, alles. Aber genau, zu 100%, weiß es nur Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ Und keine Seele weiß, an welchem Ort sie sterben wird, und keiner weiß, wann die Stunde beginnen wird. Das sind die fünf
Schlüssel des Verborgenen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala hat. Mit anderen Worten, ich habe einen Ajal. Aber ich weiß nicht, wann dieser Ajal enden wird. Er könnte jetzt enden, in diesem Moment, wo wir gerade hier sitzen. Wir haben viele Videos im Internet gesehen, wo ein Scheich gerade eine Vorlesung hält oder einen Unterricht macht. Und während er diesen Unterricht macht, kehrt er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Wir haben Videos gesehen von Imamen, die vorbeten und im Gebet sterben. Wir haben Videos gesehen von Sportlern, Profisportler, Leistungssportler, die auf dem Fußballplatz einen Herzinfarkt bekommen und sterben. Es kann also in jedem Moment geschehen. Wir wissen nicht, wann unser Ajal endet. Und hier müssen wir jetzt auf einen wichtigen Punkt eingehen. Was bedeutet das für uns ganz konkret, wenn wir nicht wissen, wann unser Ajal endet? Dass wir eigentlich als Menschen immer vorbereitet sein sollten auf diesen Moment, wo wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Es gibt kaum etwas, was den As-Salihun, den Rechtschaffenen, mehr Angst gemacht hat, als zu Al-Khatima. Einen schlechten Abschluss zu haben. Von dieser Dunya zu gehen in einem schlechten Zustand. Distanziert von Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht sogar in einem Zustand der Sünde oder noch schlimmer, im Zustand des Kufr. Die Salihun, sie kannten den Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagte, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Und es ist genau der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über das Einhauchen der Seele spricht und auch darüber spricht, dass festgelegt wird, wenn die Seele eingehaucht wird, wie lange man lebt, weil es nicht vier Dinge gibt, die beim Einhauchen der Seele niedergeschrieben werden. Welche vier Dinge sind das? Ist alles in Ordnung? Alhamdulillah, machst mir Angst. Welche vier Dinge sind das, die der Engel niederschreibt beim Einhauchen der Seele? ثُمَّ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Und dann muss der Engel vier Dinge niederschreiben. Was sind diese vier Dinge? Lass uns sie mal aufzählen gemeinsam. بِكَتْبِ رِزْقِهِ, seine Versorgung. وَأَجَلِهِ, seine Lebensfrist. وَعَمَلِهِ, seine Handlungen. وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ, und ob er Shaqi ist oder Sa'id ist. Das heißt, ob er das Paradies betreten wird oder die Hölle. Das steht fest. Das heißt, dass es feststeht, dass ich nicht mehr handeln kann, dass ich an meinem Schicksal nichts mehr verändern kann. Damit ist lediglich gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was du tun wirst. Und es gibt bestimmte Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Und was sind die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe? Mein Ajal, meine Lebensfrist. Meine Lebensfrist steht fest. Ich weiß nicht, ob ich jung oder alt sterben werde. Aber das ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig. Sondern wichtig ist für mich, dass ich weiß, wie ich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren werde. Im Grunde genommen versuche ich als Muslim, jeden Moment bereit zu sein, zu meinem Schöpfer zurückzukehren. Wenn Allah mich jetzt nehmen sollte, dass ich bereit bin. Natürlich, jeder von uns hat noch Wünsche. Und egal wie alt du wirst immer Wünsche haben. Egal wie alt du wirst immer Wünsche haben. Als junger Mensch hast du Wünsche wie, ich möchte irgendwann einmal heiraten, einen guten Job haben, eine Familie gründen, Kinder haben. Das sind so deine Wünsche, die du als Jugendlicher hast. Karriere machen. Aber wenn du dann irgendwann mal Kinder hast und alles gemacht hast, hast du wiederum andere Wünsche. Es sind meine Kinder schon etwas älter. Ich möchte, dass meine Kinder gut erzogen sind. Ich möchte jetzt langsam auch mir Gedanken machen darüber, wie ich vielleicht irgendwann einmal meine Rente finanzieren werde, etc. Und wenn du dann irgendwann mal in Rente bist, dann machst du die andere. Ich kann es noch nicht, ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht in Rente, Alhamdulillah. Ja? Aber ich bin genau in dieser Zwischenphase gerade. Ja? Aber wenn du irgendwann mal in Rente bist, ja, wir haben Leute, die auch in Rente sind, dann machst du dir wiederum andere Gedanken. Du hast andere Ziele. Ich würde noch gerne das Haus, was ich in Tunesien angefangen habe zu bauen, das würde ich noch gerne sozusagen fertig bauen. Und hier die Wohnung muss ich noch abzahlen, weil ich damals einen Kredit aufgenommen habe. Ja, und meine Enkelkinder etc. Da hast du wiederum was?
andere Wünsche. Der Mensch wird immer Wünsche haben. Bis zum letzten Moment deines Lebens wirst du Wünsche haben. Und dementsprechend, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, trotz deiner Wünsche, die du hast, dass du eigentlich in jedem Moment bereit sein kannst, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzugehen. Sodass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist. Im Grunde genommen, dass du es schaffst, dass deine Seele, dein Nefs, in dem Moment, wo der Todesengel kommt, um deinen Nefs aus dem Körper zu ziehen, wie wir das letzte Mal auch gesagt haben, dass deine Seele den Zustand der Nefs al-Mutma'inna angenommen hat. Der Seele, die zur Ruhe gekommen ist. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, o du ruhige Seele. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Kehre zu deinem Herrn zurück, zufrieden und zufriedengestellt. Subhanallah. Allah ist zufrieden mit dir und du bist zufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das, wonach ich streben sollte und woran ich arbeiten sollte. Husnul Khatima, ein guter Abschluss. Das ist alles, was wir wollen. Und das ist das, wonach ich streben sollte. Weil es kommt, wie es uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt hat, immer auf was an? Es kommt immer auf den Abschluss einer Sache an. Wie schließe ich eine Sache ab? Ich kann, und ich gebe euch Beispiele aus dem diesseitigen Leben, beispielsweise sehr aktiv gewesen sein in einer Gemeinschaft. Und zum Ende hin kommt es zu Konflikten, großen Konflikten. Und ich streite mich und fange an, alles kaputt zu machen, was ich vorher aufgebaut habe. Wie werden die Menschen mich in Erinnerung haben, im Guten oder im Schlechten? Sie werden mich im Schlechten in Erinnerung haben. Subhanallah, obwohl ich vielleicht sogar die Gemeinschaft mit aufgebaut habe, sie werden mich was? Im Schlechten in Erinnerung haben. Ich schreibe eine Arbeit an der Uni oder an der Schule. Und dann kurz, und ich habe alles schon geschrieben, und kurz bevor ich abgeben kann, mache ich irgendein Mist, ich spicke. Und die Lehrerin erwischt mich. Nützt mir das, was ich geschrieben habe? Nein. Alles ist zunichte, subhanallah. Ich arbeite irgendwo und bin immer ehrlich gewesen. Und dann irgendwann einmal veruntreue ich Gelder. Nützt es mir was, dass ich 20 Jahre lang ehrlich gewesen bin? Nein, die werden sagen, guck mal, du hast geklaut. Verlierst deinen Job und verlierst deinen Ruf und verlierst alles. Und genauso auch ist es mit unserer Bewertung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Innamal a'malu bi khawatimiha. Die Taten sind immer entsprechend ihrem Ende, ihrem Abschluss. Und deswegen umgekehrt genauso, subhanallah. Es gibt Menschen, die haben in ihrer Jugend viel Mist gebaut. Viel Schlechtes gemacht. Waren Drogendealer, haben Leute abgezogen, waren vielleicht sogar Schwerverbrecher gewesen. Und dann kommen sie ins Gefängnis, werden resozialisiert, kommen aus dem Gefängnis raus und fangen dann an, andere Jugendliche zu warnen. Wie schaut man auf solche Menschen? Positiv oder negativ? Positiv. Und deswegen, solche Leute verdienen gerade momentan sehr viel Geld. Ja, sagen, ja, ich bin jetzt hier Coach und ich warne Jugendliche und die werden überall eingeladen. Ja? Subhanallah. Also obwohl sie eine negative Jugend hatten und sehr viel Mist gebaut haben, man schaut aber auf diese Menschen was? Positiv. Wenn man sagt, das ist jemand, der sich geändert hat. Subhanallah. Das heißt, es kommt immer auf was an? Auf den Abschluss. Und deswegen, solange ich jetzt noch da bin, sollte ich an meinem Abschlussbericht arbeiten. Und sollte im Grunde genommen jeden Moment bereit sein, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Wir werden nicht immer auf dem höchsten Stand des Imans sein. Darauf kommt es auch nicht an. Das wäre natürlich ein Wunsch, wenn wir in diesem Zustand dann zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Als einmal Hanzala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging und sagte, Nafaqa Hanzala, Nafaqa Hanzala, Hanzala ist ein Heuchler, Hanzala ist ein Heuchler. Und das dann dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam erzählte, warum er das sagt. Und zwar mit der Begründung, immer wenn wir bei dir sind, O Gesandte Allahs, haben wir das Gefühl, als könnten wir die Hölle und das Paradies direkt vor uns sehen. Aber sobald wir wieder zu unseren Familien zurückkehren und mit der Arbeit beschäftigt sind und dem Alltag, vergeht dieses Gefühl. Wie antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, würdet ihr immer so sein, wie ihr bei mir seid, dann würden euch die Engel auf der Straße einfach so die Hand geben, so grüßen, so salamu alaikum. Hamdallah, wie geht's dir? Du würdest die Engel sehen können, die würden kommen und die würden dich grüßen.
Und die würden dich zu Hause auf deiner Couch, während du gerade sitzt, ja, sie würden dich grüßen. Aber dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, walakin sa'a wa sa'a, sa'a wa sa'a. Eine Stunde so, eine Stunde so. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, inna li kulli amalin shirra wa fatra. Jede Handlung hat ihren Höhepunkt und ihren Tiefpunkt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى السُنَّةِ فَقَدْ اِهْتَدَى. Wessen Tiefpunkt in meiner Sunna mündet, der ist rechtgeleitet. Was heißt das? Das heißt, egal was ist, egal wie es gerade um meinen Iman steht, es muss immer ein Mindestmaß geben an Iman. Immer ein Mindestmaß an guten Taten. Meine Pflichten sollte ich immer einhalten. Das heißt, auch wenn ich vielleicht gerade zu Allah zurückkehre in eine Phase, wo mein Iman etwas schwächer ist, aber ich verrichte meine Gebete, ich habe meine Zakat entrichtet, Alhamdulillah, ich mache keinen Zina, ich bekehre keine großen Sünden, ja? Und dann weiß ich, Alhamdulillah, selbst wenn ich kleine Sünden begehe, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird mir diese kleinen Sünden vergeben. Alleine schon aufgrund der Tatsache, weil ich nämlich auf große Sünden verzichtet habe, subhanallah. Und das ist das, worauf es ankommt, das ist Husn und Khatima. Und danach sollte ich streben. Was sind aber die Ursachen für eine Su'ul Khatima? Wie kommt es, dass Menschen, die rechtgeleitet gewesen waren, plötzlich abkommen vom richtigen Weg? Und wie kann ich mich davor schützen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und das allererste, was ich tun kann, damit ich mich schütze vor einer Su'ul Khatima, ist, dass ich immer wieder versuche, an mir zu arbeiten. Immer wieder. Und mich immer wieder überprüfe, wo stehe ich eigentlich? Wie steht es eigentlich um meinen Iman? Wie sieht es eigentlich mit den Sünden aus? Wie sieht es eigentlich mit meinen Pflichten aus? Das muss ich immer wieder tun. Ich darf niemals nachlassen. Weil sobald ich da nachlasse, kann es sein, dass der Shaitan einen Weg findet, um mich so zu schwächen, dass ich irgendwann einmal anfange, sogar meine Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu vernachlässigen. Und wenn das der Fall ist, dann hat der Shaitan ein leichtes Spiel. Weil sobald ich keine Pflichten mehr erfülle, was hält mich davon ab, größere Sünden zu begehen? Und wenn ich anfange, größere Sünden zu begehen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ganz abkomme vom Weg oder vielleicht sogar wal'iyadu billah, dem Kufr verfalle. Das geht schneller, als man denkt. Das geht schneller, als man denkt. Und dementsprechend muss ich mich schützen, indem ich immer wieder an mir arbeite. Mujahadatun nafs. Mich anstrenge gegen meinen eigenen Nafs. Ganz genau schaue, wo stehe ich eigentlich. Ich weiß, das ist jetzt sehr allgemein. Das wissen wir vielleicht auch. Aber wir müssen uns daran erinnern. Ist nicht so einfach. Wir müssen uns daran erinnern. Wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Und dementsprechend, was haben die Sahabe, radiallahu anhum, immer wieder zu sich gesagt? Immer wieder haben sie gesagt, hey, ya bina nu'min sa'a. Komm, lass uns mal eine Stunde glauben. Subhanallah. Ta'ala bina nu'min sa'a. Komm, sie setzen uns hin und glauben eine Stunde. Ta'ala bina najlis nu'min sa'a. Für eine Stunde machen wir Iman. Warum? Weil sie wussten, der Iman ersteigt und er sinkt. Und der Iman ist mein größter Schatz. Und an diesem Schatz muss ich festhalten, ich muss ihn bewahren. Ich muss immer wieder überprüfen, ob er sicher ist oder ob er nicht sicher ist. Weil überprüfe ich ihn nicht, wird er verwelken und eingehen, genauso wie eine Pflanze verwelkt und eingeht, wenn ich sie nicht pflege und ihr kein Wasser gebe. Subhanallah. Also, Mujahadatun Nafs ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Hört einmal, was unser Prophet gesagt hat. Ach, habe ich vergessen. Den Hadith habe ich gar nicht zu Ende erzählt, den ich vorhin begonnen hatte, von Abdullah ibn Mas'ud. Weshalb die Sahabe und die Salafus Salih Angst hatten vor einer Su'ul Khatima. Und zwar sagt der Prophet, nachdem diese vier Sachen eingehaucht, niedergeschrieben werden und die Seele eingehaucht wird, sagte er sallallahu alaihi wa sallam, ya'malu ahadukum, und es hört gut zu, ya'malu ahadukum bi'amali ahli li jannati. Hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dhira'a, fayasbiqu alayhi al-kitab, faya'malu bi'amali ahli an-nar, fayadkhuluha. La ilaha illallah. Eine Person verrichtet die Taten der Leute des Paradieses, bis zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Armlänge ist. Also er hat es geschafft, einen Großteil seines Lebens zu praktizieren, Gutes zu tun. Und dann kommt das Buch zuvor, in dem steht, dass er zu den Höllenbewohnern gehört.
Und er tut etwas, was zu den Handlungen des Höllenfeuers gehört und führt. Und er verrichtet diese Handlung und wird das Höllenfeuer betreten. Und umgekehrt genauso. Wir dürfen diesen Hadith nicht missverstehen, dass wir im Grunde genommen gezwungen sind, etwas zu tun. Nein, nein, nein. Es geht hier um was? Es geht hier um das Allwissen Allahs. Allah weiß, was ich tun werde. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns und zeigt uns auf, es gibt Menschen, die tun etwas und dann aber am Ende verändern sie sich. Und deswegen gibt es einen Zusatz in dieser Überlieferung. Fima yabdu linnas, also so wie es den Menschen erscheint. Sie verrichten die ganze Zeit Taten von den Leuten des Paradieses in den Augen der Menschen, aber sind dabei nicht aufrichtig oder befolgen ihre Neigungen oder wie auch immer. Und dann plötzlich fallen sie ganz tief und treten in das Höllenfeuer ein. A'adhana Allahu azza wa jalla minha ya rabbal alamin. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Und dementsprechend, damit ich mich schütze davor, muss ich an mir arbeiten. Muss immer an solchen Sitzungen festhalten. Darf niemals versuchen, einen Weg allein zu gehen. Weil das sind die Hauptgründe dafür, dass die Menschen vom richtigen Weg abkommen und am Ende es zu einer Su-al-Khatima führt. Zu einem schlechten Abschluss. Wallahi, wir leben in einer Zeit der gewaltigen Versuchungen. Ich glaube, es gab kaum eine Zeit, wo es so viele Versuchungen gab wie in unserer heutigen Zeit. Einfach, weil die Versuchungen uns die ganze Zeit begleiten. Früher hatte man Versuchungen gehabt, aber wenn du zu Hause warst, khalas, gab es keine Versuchungen mehr. Es gab früher kein Fernsehen. Und selbst wenn es Fernsehen gab zu unserer Zeit, ich kann mich noch erinnern an die Zeit, ja, ab 22 Uhr gab es dann kein Programm mehr. Ja, was gab es da? Ein paar Filme, ein paar Serien. Ja, nichts Schlimmes. Aber mittlerweile, subhanallah, begleitet dich die Fitna überall hin. Egal wo du bist, auf die Toilette, zur Arbeit, während du Auto fährst, in der U-Bahn. Egal wo du bist, die Fitna ist immer bei dir. Und diese Fitna beeinflusst dein Herz, ob du willst oder nicht. Und es kann sein, dass der Shaitan das nutzt, um dich wegzuführen vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er dir weismachen möchte, schaut mal, die anderen sind glücklich, obwohl sie keine Religion haben. Und du hast Probleme, obwohl du die Religion hast. Da kommt der Shaitan. Guck mal, sie trägt kein Kopftuch und ist glücklich, ist immer am Lachen, ist erfolgreich, mashallah. Und ich trage Kopftuch, versuche zu praktizieren und ich habe nur Probleme. Täuscht, täuscht. Die Dunya täuscht, wallahi, die Dunya täuscht. Und dementsprechend muss ich mich in Acht nehmen, indem ich immer wieder an mir arbeite und versuche, an solchen Sitzungen festzuhalten. Weil hier sind Gleichgesinnte. Wir erinnern uns hier an Allah subhanahu wa ta'ala. Wir erinnern uns daran, wie die wahre Beschaffenheit dieser Dunya ist. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Und der Gharur, der Täuscher, nämlich der Shaitan, er soll euch nicht täuschen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. In Bezug auf diese Dunya, die bei Allah nichts wert ist. Wallahi, sie ist nichts wert. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. Würde diese Dunya auch nur so viel wert sein, wie der Flügel einer Mücke. Was ist der Flügel einer Mücke wert? Nichts. Dann würde Allah einem Käfer nicht einmal einen einzigen Schluck Wasser gewähren. Subhanallah. Das ist der Wert der Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen lasst uns nicht täuschen. Lasst uns in Acht nehmen vor Su al-Khatima. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ya Rabbil Alamin. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage. Bevor wir auf diesen ersten Übergang zu sprechen kommen, ins Dar al-Akhirah, zum ersten Schritt auf unserer Reise ins Jenseits. Und zwar eine wichtige Frage, nämlich, wie ist denn das eigentlich? Es gibt doch Hadithe von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in denen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufzeigt, dass man sein Leben verlängern kann. Kennt ihr vielleicht einen Hadith, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufzeigt, dass man sein Leben verlängern kann? Und was ist der Grund dafür, dass man sein Leben, oder wie kann man sein Leben verlängern? Und was ist damit gemeint? Ja. Ja,
Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahima. Allahu akbar. Wer möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Versorgung erweitert? Eigentlich steht sie ja fest. Aber der Prophet sagt, seine Versorgung erweitert. Und seine Lebensfrist verlängert, der soll was tun? Der soll die Familienbande pflegen. Was ist jetzt damit gemeint? Kann ich jetzt die Frist, die mir gesetzt wurde, verlängern oder kann ich sie nicht verlängern? Die Gelehrten haben hierfür Interpretationen. Einige sagen, gemeint ist damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht deine Frist verlängert, sondern was? Sondern deine Lebensqualität verbessert. Mit anderen Worten, jemand, der seine Verwandten pflegt, ist jemand, der eine Stütze im Leben hat, subhanallah. Jemand, der nicht vereinsamt. Warum? Weil er immer Kontakt auch zu anderen Menschen hat. Und dementsprechend ist damit nicht gemeint, dass die Lebensfrist verlängert wird, sondern gemeint ist damit, dass seine Lebensqualität durch die Pflege der Verwandtschaftsbande verbessert wird. Und auch sein Rizq zunimmt aufgrund der Beziehung zu seiner Verwandtschaftsbande. Eine weitere Interpretation ist, dass gesagt wird, nein, es muss nicht auf die Lebensfrist bezogen sein, sondern es ist wirklich gemeint, seine Lebensfrist, aber im übertragenen Sinne, nämlich sein Ruf nach seinem Ableben. Jemand, der die Verwandtschaftsbande pflegt und mit Menschen gut umgeht, ist jemand, über den die Menschen nach dem Tod auch noch gerne reden. Subhanallah. Hängt vielleicht auch die Bilder auf, mein Onkel oder mein Vater oder wie auch immer. Ja, der ist immer gekommen, war immer hilfsbereit gewesen und sie erinnern sich an diese Person gerne. Aber jemand, zu dem du nie Kontakt hattest, erinnerst du dich an ihn? Vergisst ihn wieder, subhanallah. Und dementsprechend, manche sagen, ja, die Lebensfrist wird verlängert, aber nicht, dass er länger lebt auf dieser Dunya, sondern dass sein Ruf länger unter den Menschen bleibt. Subhanallah. Aber manche haben auch gesagt, doch, die Lebensfrist wird verlängert. Aber wie? Wir haben doch gerade gehört, dass das feststeht. Und zwar haben sie gesagt, es gibt zwei Fristen. Einmal die endgültige Frist, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und dann die Frist, die der Engel mitgeteilt bekommen hat. Und es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Todesengel schickt, der denkt, dass er jetzt die Seele aus dem Körper eines Menschen nehmen kann. Und dann aber ein Engel, der über ihm steht, kommt und ihn davon abhält und sagt, nein, deine Frist ist noch nicht gekommen. Subhanallah. Weil er hat nämlich was? Er hat nämlich die Verwandtschaftsbande gepflegt. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Aber am Ende eine Sache ist klar. Wenn die Frist kommt, dann kommt sie. Und ich habe keine Möglichkeit, das aufzuschieben. Und sie kommt vielleicht auch in einem Moment, wo ich es überhaupt nicht erwarte. Und deswegen sollte ich als Muslim immer bereit sein für den Moment, wo die Lebensfrist kommt. Und jetzt kommen wir, insha'Allah ta'ala, zu diesem ersten Moment. Dem Moment, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Todesengel schickt. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber im Koran, an den unterschiedlichsten Stellen. Und er zeigt uns auf, dass Allah subhanahu wa ta'ala Engel hat, welche er schickt, um die Menschen sterben zu lassen. Und es kann ein Engel sein, aber es kann auch viele Engel sein. Und Allah Ta'ala, er spricht in Surat al-Sajda über was? Malakul Maut. Und an anderen Stellen spricht er über Malaika, über Rusul. Das heißt viele Engel. Ist es nun ein Engel oder sind es mehrere Engel? Es wird wahrscheinlich einen Hauptengel geben. Sein Name wird nicht erwähnt, weder im Koran noch in einer authentischen Überlieferung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. In einigen schwachen Überlieferungen wird sein Name jedoch erwähnt. Wie lautet der Name des Todesengels? Wie es in einigen nicht authentischen Überlieferungen erwähnt wird. Azrail. Azrail soll der Todesengel sein. Allahu Akbar. Aber Azrail ist der Verantwortliche, der viele Helfer hat. Und diese Helfer haben die Aufgabe, dass sie die Seelen aus den Körpern der Menschen ziehen.
Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt hierüber, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, und er ist der Qahir, der Bewältiger über seinen Dienern. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, und er schickt zu euch Bewahrer, das heißt Engel, die euch bewahren, Schutzengel. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, bis zu dem Zeitpunkt, wo zu euch der Tod kommt, schickt Allah subhanahu wa ta'ala die Engel, welche dann seine Seele abberufen werden. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, und sie werden nicht nachlässig sein. Mit anderen Worten, sie erfüllen ihre Aufgabe. Es ist dem Todesengel völlig egal, was für ein Zustand du bist. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Es ist dem Todesengel egal, wie alt du bist. Es ist dem Todesengel egal, ob du gerade kleine Kinder hast oder schon erwachsene Kinder hast. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, sie machen es einfach, das ist ihre Aufgabe. Das interessiert sie nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala es von ihnen verlangt hat. Subhanallah. Ob sie Mitleid empfinden oder nicht, Allahu a'lam. Das ist aber genauso wie ein Beamter, der seine Aufgabe erfüllt. Wenn er kommt, um dich aus der Wohnung, Gerichtsvollzieher, rauszuschmeißen, tut ihm vielleicht leid. Aber am Ende, er macht seine Aufgabe. Er macht seine Aufgabe einfach. Genauso wie ein Finanzbeamter, der mag noch so vielleicht ein netter Mensch sein. Aber wenn er deinen Bescheid schickt, wo du 40.000 Euro nachzahlen musst, dann schickt er ihn. Das ist ihm völlig egal. Er macht seine Aufgabe. Punkt. Und genauso auch die Todesengel. Sie sehen vielleicht, dass du kleine Kinder hast. Sie sehen vielleicht, dass du noch jung bist. Es mag ihm vielleicht sogar leid tun. Allahu a'lam. Aber am Ende, er macht seine Aufgabe. Und er wird dich in diesem Moment zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückrufen. Hört einmal, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Engel beschreibt. Ja, ayyuha alladhina aman, qu anfusakum wa ahlikum nara. O, die ihr glaubt, schützt euch und eure Familien vor einem Höllenfeuer. Wa quduha an-nas wal hijara, über dem Menschen oder dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und jetzt beschreibt Allah ta'ala die Engel, welche verantwortlich sind für die Hölle. عليها ملائكة غلاظ شداد, auf diesem Feuer sind Wächter eingesetzt, und zwar Engel, die غلاظ sind, hart sind, شداد, stark sind. لا يعصون الله ما أمرهم, sie werden Allahs Befehl niemals widersprechen. ويفعلون ما يؤمرون, und sie werden das tun, was ihnen befohlen wurde. Ihre Natur ist und ihre Wesensart ist was? Sie sind grob, hart. Könnte es sein, dass sie vielleicht Herzen haben, mit denen sie Mitleid empfinden? Allahu a'lam. Aber selbst dann würden sie Allahs Befehl nicht widersprechen, subhanallah. Und dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt, wenn der Zeitpunkt kommt, khalas, dann kommen Engel und sie werden dich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückziehen. Und jetzt beschreibt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung genau diesen Moment. Und zwar einmal für den Gläubigen und einmal für den Ungläubigen. Das ist ein langer Hadith. Das ist der Hadith von Al-Bara ibn Azib. Wir werden jetzt nicht den gesamten Hadith vortragen, sondern nur den ersten Teil des Hadiths. Den ersten Teil in Bezug auf den Mu'min und den ersten Teil in Bezug auf den Kafir. Hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, إِنَّ الْعَبَدَ الْمُؤْمِنِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنِ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ, wahrlich, wenn ein gläubiger Diener in der Welt von ihr losgelöst ist und sich der Ewigkeit zuwendet, نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسِ, kommen Engel aus dem Himmel zu ihm, deren Gesichter strahlend wie die Sonne sind. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie bringen mit sich Leichentücher aus Gewändern des Paradieses und Parfüme aus den Düften des Paradieses, bis sie sich neben ihn niederlassen, solange wie der Blick reicht. Dann kommt der Engel des Todes, setzt sich an sein Haupt und sagt, O edle Seele, komm heraus, um die Vergebung und das Wohlgefallen Allahs zu erlangen.
die Seele kommt hervor, fließend wie ein Tropfen aus dem Wasserkrug. Subhanallah. Ya ayyatuha an-nafs at-tayyibah. Oh, du gute Seele. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Komm heraus zur Vergebung deines Herrn und zur Friedenheit. So wird was? Der gläubige Mensch abberufen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer anderen Überlieferung folgendes, was sehr wichtig ist. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'a. Wer die Begegnung mit Allah liebt, dessen Begegnung mit Allah auch mit ihm. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'a. Und wer die Begegnung mit seinem Herrn, mit Allah hasst, dessen Begegnung hasst auch Allah mit ihm. Dann sagte Aisha radiallahu anha, oh, Gesandte Allahs, wer von uns mag denn schon den Tod? Keiner. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist nicht so, wie du denkst. Sondern er sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn der Mu'min abberufen wird, dann kommen die Engel und sie verkünden ihm die frohe Botschaft, dass er das Paradies betreten wird. Woraufhin er sich nichts mehr wünscht, als zu Allah zurückzukehren und Allah subhanahu wa ta'ala, somit was? Somit ebenfalls seine Begegnung lieben wird. Und wenn der Käfer abberufen wird, dann kommen Engel und verkünden ihm die schlechte Botschaft, dass er in die Hölle kommt. Woraufhin er nichts mehr hassen wird, als die Rückkehr zu Allah und Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls seine Begegnung hassen wird. Allahu Akbar. Und deswegen hören wir uns an, was mit dem Fajr, mit dem Käfer geschieht. Und dann sagt der Prophet so etwas weiter, wir haben jetzt einen Teil ausgelassen. In der Tat, wenn ein ungläubiger Diener in der Welt von ihr losgelöst ist und sich der Ewigkeit zuwendet, kommen Engel aus dem Himmel zu ihm, deren Gesichter düster sind, und sie bringen mit sich schmutzige Gewänder. Sie setzen sich neben ihm nieder, solange wie der Blick reicht. Dann kommt der Engel des Todes, setzt sich an sein Haupt und sagt, Ya ayyatuha an-nafsul khabitha, o üble Seele, komm heraus, um Allahs Zorn zu erleben. Die Seele wird aus ihm herausgezogen, wie Wolle aus einem Stoff herausgezogen wird. Also sehr hart. Bei dem Mu'min ist es sehr leicht. Wie Wasser aus einem Schlauch, aus einem Behälter. Ganz leicht. Während bei dem Käfer oder A'udhu Billah es sehr hart sein wird. Subhanallah. Hier zeigt uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie das Ganze geschehen wird. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er bestätigt das, was der Koran uns aufgezeigt hat. Nämlich, was sagt der Koran? Der Koran, er sagt folgendes. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Thumma istaqam. Und dann standhaft bleiben. Was geschieht dann? Tatanazzalu alayhim al-malaike. Die Engel kommen auf sie herab. Alla takhafu wa la tahzanu. Ihr braucht keine Angst zu haben. Noch braucht ihr traurig zu sein. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Und vernehmt die frohe Botschaft des Paradieses, welches euch verheißen wurde und versprochen wurde. Das ist für den Gläubigen. Aber für den Ungläubigen geschieht genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen guten Abschluss geben. Amin ya Rabbil Alamin. Kommen wir jetzt noch zu einem interessanten Punkt, bevor wir insha'Allah ta'ala heute, machen wir insha'Allah ta'ala etwas kürzer, kommen wir noch zu zwei interessanten Punkten. Und zwar, der erste ist, der Moment, wo du stirbst, ist ein Moment, der für jeden Menschen schwierig sein wird. Und wir wissen nicht genau, was geschieht. Hatta idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun. Bis die Seele den Hulqum erreicht, den Rachen erreicht. Und ihr an jenem Tag schaut, ihr kommt aus den Toten, ihr seht aber nichts Besonderes, ihr könnt nichts sehen. Aber wir sind ihm näher, aber ihr könnt es nicht sehen. Wir können nicht sehen, was gerade mit diesen Menschen geschieht. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt natürlich Anzeichen, sowohl positive als auch negative Anzeichen. Aber selbst das ist nicht eindeutig. Wir wissen es am Ende nicht, wie es diesem Menschen in diesem Moment geht. Aber eines ist sicher, dass es eine Sache gibt, die nennt man Sakaratul Maut. Und was sind die sogenannten Sakaratul Maut? Die Trunkenheit des Todes. Als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Sterben lag, sagte er zu Aisha radiallahu anha,
Inna lil mauti la sakarat. La ilaha illa Allah. Inna lil mauti la sakarat. Es gibt keinen Gott außer Allah. Der Maut, er hat wahrlich, der Tod, er hat wahrlich eine Trunkenheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er befand sich in diesem Zustand der Trunkenheit. Und es ist kein einfacher Zustand. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass, wie gesagt, er selbst das durchgemacht hat und wahrscheinlich jeder Mensch das durchmachen wird. Kommen wir jetzt zu einem letzten Punkt, mit dem ich heute abschließen möchte, inshallah ta'ala. Und zwar eine Frage, welche sich vielleicht einige schon mal gestellt haben. Es gibt ja sogenannte Nahtoderfahrungen. Es gibt ja sogenannte Nahtoderfahrungen. Wie gehen wir denn damit um? Wir haben ja jetzt Dinge erzählt, wie dass die Engel kommen, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Aber wenn man sich diese Nahtoderfahrungen mal durchliest, einige von denen, hat man eigentlich immer so bestimmte Dinge, die erzählt werden. Und diese Dinge, die erzählt werden, meistens sind was? Dass die Menschen noch einmal ihr Leben vor Augen sehen, bevor sie dann wieder was? Zurückkehren. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, es gibt da wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber das, wo wahrscheinlich fast alle berichten, ist, dass sie das Gefühl haben, sie könnten ihr gesamtes Leben vor Augen sehen. Manche sehen noch einen Tunnel, ein helles Licht am Ende dieses Tunnels etc. Wie ist das jetzt aus islamischer Sicht zu bewerten? Und zwar, wenn wir vom Tod sprechen, dann sprechen wir über den Übergang in den Barzach. Dann sprechen wir über den Übergang in eine Dimension, aus der es keine Rückkehr mehr gibt. Also Tod aus islamischer Perspektive ist was? Ist, dass deine Seele nicht mehr vor dem jüngsten Tag zurück in den Körper zurückkehren kann. Und dementsprechend, wir hatten letztes Mal diese Ayat aus Surat al-Mu'minun gehabt, wo Allah subhanahu wa ta'ala ja auch ganz klar sagt, قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Er wird sagen, oh mein Herr, lass mich zurückkehren, لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ, damit ich eine gute Tat verrichten kann, die ich unterlassen habe. Und Allah dann antworten wird, was? كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Keineswegs. Es ist ein Wort, was er ausgesprochen hat. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Und hinter ihnen ist ein Wall bis zu jenem Tag, an dem sie auferstehen werden. Das heißt, diese Menschen, die solche Nahtoderfahrungen gemacht haben, und es sind ja sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime, das sind, wie gesagt, Nahtoderfahrungen. Das ist nicht wirklich der Tod gewesen. Mit anderen Worten, sie haben sich in einem Zustand befunden, wo sie Dinge gesehen haben, die man vielleicht so als Mensch nicht sieht. Und die eigentlich alle eine Sache bestätigen, dass nämlich der Mensch, wenn er stirbt, nochmal sein Leben vor sich nehmen wird. Subhanallah. Ganz detailliert. Ich habe mir so einige Sachen durchgelesen. Ganz detailliert, bis ins kleinste Detail, subhanallah. Und ich habe einen, das ist glaube ich ein Muslim gewesen, der hat eine Nahtoderfahrung gehabt und subhanallah, der hat gesehen einen alten Mann. Und dieser alte Mann, das hat er gesehen, als er sozusagen in diesem Zustand des Komas gewesen war, dieser alte Mann, der hat ihn immer wieder geschützt vor bestimmten Katastrophen und Unglücken, die ihn hätten treffen sollen. Und dann hat er gesagt, dieser alte Mann, es ist ein Mann gewesen, den habe ich wiedererkannt. Und zwar, dem habe ich einmal irgendwie geholfen. Und aufgrund dieser Hilfe für diesen alten Mann, hat dieser alte Mann immer wieder ihn geschützt vor Katastrophen und Schicksalsschlägen. Und das ist ja genau das, woran wir glauben als Muslime, subhanallah. Dass wenn du etwas Gutes tust, Allah subhanahu wa ta'ala dich schützen wird. Eine Sadaqa schützt dich vor einem Schicksalsschlag. Du weißt es überhaupt nicht, aber sie schützt dich. Allahu a'lam, was dich hätte alles treffen sollen. Aber aufgrund dieser guten Tat bist du geschützt genau vor diesem Schicksalsschlag. Aber damit wir zurück zum Thema kommen. Diese Nahtoderfahrungen, von denen die Menschen berichten, die kann man gar nicht in Frage stellen. Das sind so viele Menschen, dass man das gar nicht in Frage stellen kann. Nur, es ist nicht der Tod. Ganz wichtig. Das heißt, sie sind dem Tod nahe gewesen. Sie waren in einem Zustand gewesen wie im Schlaf, subhanallah. Und im Schlaf sehe ich ja auch sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und der Schlaf ist ja auch der kleine Tod, wie man so schön sagt. Aber der wahre Tod ist es nicht gewesen. Weil beim wahren Tod geschehen genau die Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam festgelegt hat. Aber
das haben sie noch nicht erlebt. Weil hätten sie den wahren Tod gekostet, dann wären sie nicht wieder zurückgekehrt. Außer mit der Erlaubnis Allahs, wie beispielsweise Isa alaihi salam, der Tote zum Leben erweckt hat. Das ist eine Ausnahme. Subhanallah, das ist dann ein Wunder, was Allah subhanahu wa ta'ala geschehen lässt. Aber sonst, für einen normalen Menschen, ohne die Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala, wird es so etwas nicht geben. Dass wir das einfach vielleicht noch einmal auch besprechen, weil es ja auch um diese Reise ins Jenseits geht. Und das fand ich nochmal interessant, dass man das vielleicht nochmal wirklich auch hervorhebt. Ja. Es ist nicht der Tod selbst, sondern es ist sozusagen kurz vor dem Tod. Aber subhanallah, wenn der Zeitpunkt des Todes kommt, dann wird das geschehen, worüber wir hier gesprochen haben in den Hadithen unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nächste Woche, inshallah ta'ala, werden wir dann weitergehen zum nächsten Schritt. Und zwar werden wir uns mit dem Barzakh beschäftigen. Das Leben in Barzakh, in dieser Zwischendimension. Zwischen dem diesseitigen Leben und zwischen dem jüngsten Tag. Was geschieht dort? Was geschieht mit dem Menschen, nachdem er gestorben ist? Direkt, was geschieht mit seiner Seele? Wo wird seine Seele hingelangt? Was geschieht im Grab? All diese Dinge werden wir inshallah ta'ala dann, wenn Allah uns die Möglichkeit gibt, nächste Woche besprechen. Inshallah ta'ala. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und für euer Kommen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.